Die Stimme, das gehört den Lebenden. Jetzt ist er wirklich tot. Jetzt bist du wirklich tot. Sprich so viel du willst. Deswegen habe ich 99%. Davon bin ich noch weit weg. Ist ja jetzt Patch mit Schweinchen und Hallos, daran kann ich mich, also entweder ich habe sie noch nicht gemacht oder ich kann mich nicht dran erinnern. Hast du es denn nach dem neuesten Patch nochmal versucht? Vielleicht hatten die das ja schon gefixt beim letzten Patch, aber es war Mitte letzten Monats. Weiß ja nicht, wie lange du nicht gespielt hast. Oder es kommt halt im nächsten Patch. Ah, okay. Stimmt, hatte ich vergessen. Ich kenne mich mit dem Pass ehrlich gesagt auch nicht so aus. Deswegen hatte ich auch nicht im Kopf, dass du das dann ja nur eine gewisse Zeit lang hast. Wait. Wir gehen erst dahin. Ich habe auch noch nie was auf 100% gespielt. Ich habe aber auch noch nie ein Game so lange durchgehalten wie Assassin's Creed, also. Einfach ausprobieren zu können, das stimmt. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Prinzip von den Pässen nicht aus, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Oh no, was brauche ich dafür? Seeforellen.
kleine Seeforellen. Viele Assassin's Creed auf 100% gespielt. Ich brauche einen See oder einen Fluss oder irgendwas. Ich bin natürlich meilenweit weg von allem. Nee, dann machen wir erstmal weiter. Far Cry habe ich nie gespielt. KI für den Arsch war. Was ist Far Cry denn für ein Spiel? Also ich weiß darüber auch tatsächlich sehr wenig. Far Cry Blood Dragon. Den Schlüssel hatte ich sogar. Wie die immer ausrasten, wenn ich einen Pfeil schieße. Shooter mit Story. Shooter. Ich finde ja The Last of Us schon anstrengend. Open World Shooter. Red Dead Redemption 2 möchte ich gerne irgendwann spielen. Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Die, die da waren, ängstigten sich vor den Dämonen und Gott beschützte die Frommen und schickte die Riesen hinfort. Und sich der heilige Nachhall verblieb. Die Arbeit guter Seelen, die unser Erdenreich im Herzen tragen,
wird durch diese Pforte in alle Ewigkeit mit unseren Ahnen und unserem Herrn verbunden. Die Spiele sind halt alle immer so teuer. Leute, ich studiere. Also ich bezahle ja, ich kann tatsächlich, Dankeschön an euch, mein Hobby Gaming natürlich vom Stream größtenteils bezahlen. Obwohl ich zum Beispiel für sowas wie jetzt Planet Zoo ungerne das Streamgeld nehme, einfach weil ich halt es im Stream nicht spielen werde. Nicht mehr. Aber für so viele Spiele reicht das Geld in halt doch nicht unbedingt. Wait, what? Ich muss sehen, was du siehst. Ich will mal ein Foto davon machen, weil ich glaube, dass ich da hoch muss und keinen Bock habe, nochmal zu checken, ob das richtig ist, nur weil ich jetzt dann unten bin. Grafik und Far Cry gehören einfach zusammen. Diese Rätsel bin ich echt so doof. Bei netten Nachbarn von ihr. Ich habe tatsächlich Family Sharing noch nie ausprobiert. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Aber ist da nicht das Problem, dass ich das, den Spielstand dann von demjenigen übernehme? Sieh mal nach, Sühnen. What the fuck? Aber haben die dann nicht auch Zugriff auf meinen Account? Wie funktioniert das Prinzip?
Und wie ist es halt mit den Spielständen? Kenne ich mich null aus. Ah, verdammter Trollzauber. Ich rede weniger, weil ich merke, ich bin echt müde, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich momentan zu viel schlafe als zu wenig. Naja, weil das eigentlich wahrscheinlich für Familienmitglieder gedacht ist. Die Frage ist halt nur, ob man sich zum Beispiel auch Spielstände oder sowas teilt. Weil das wäre halt nicht so gut. The fuck? Los, Sönen. Ich bin dumm. Nix spielen kann man hier ein geliehenes Spiel von dem Spiel. Das ist natürlich auch scheiße. Oh, da sind viele Schlangen. Ja, findet's nicht so gut. Also müsst ihr doch einfach mehr Geld donaten, ne? Nein, kleiner Spaß. Der Hype Train letztes Mal hat mich total überfordert. Letztes Mal. Der Hype Train hat mich schon so überfordert. Warte, da. An sich finde ich es auch ganz nice. Ja klar, die wollen halt nicht, dass sich jeder mit jedem was teilt, weil dann verdienen sie kein Geld mehr. Ne? Vielleicht werden dir ja noch welche geschenkt. Also meine Wunschliste ist immer offen für Leute, die ihr Geld zum Fenster rauswerfen wollen. Eigentlich muss ich halt aufhören, erstmal Spiele zu kaufen, weil wir so viel haben, was wir noch nicht gespielt haben. Aber ihr verlockt, es ist immer wieder so verlockend, wenn ihr sagt, die sind so gut und die sind so gut. Und ich denke mir,
habe auch viel zu wenig Zeit für die ganzen Spiele, die ich spielen möchte. Was lernen wir daraus? Ich muss öfter streamen. Und fehlt nur noch jemand, der mir Zeit für Uni schenkt. Oh no. Ja, der Tag könnte auch einfach mehr Stunden haben, das ist true. Da sind 2 Punkte. Der für dich Uni macht. Problem gelöst. Obwohl ich sagen muss, so wenn ich gerade ein Spiel habe, was mich richtig catcht, dann kann das auch sein, dass ich öfter streame, wenn ich die Zeit finde. Ich hatte zum Beispiel die letzten Wochen so ein bisschen so eine Phase, wo ich nicht so Bock auf Serien hatte. Und da kann ich mir dann vorstellen, schon mal mehr zu streamen. Aber ich mache das halt so, wie wir es jetzt auch handhaben. Ich belasse es bei den 3 festen Tagen und wenn ich halt noch Zeit und Lust habe, kommt eher spontan oder kurzfristig vorher angekündigt halt noch mehr. Weil wenn ich mehr plane, dann wird mir die Lust daran wieder vergehen. Sehr viel Potenzial haben bei mir halt immer dienstags und mittwochs. Das wird auch so bleiben. Das weiß ich, habe meinen Plan schon. Oh no, das war nicht gut. Ich muss mich heilen. Das war nicht gut. Was lernen wir daraus? Nicht einfach alles essen, was man findet. Scheiße. Weiße Pilze nicht gut. Ich habe auf die Quest echt keine Lust. Aber okay, let's go. Warte, wo ist die denn? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wartet. 1, 2, 2, 1, 2. So, jetzt ist die Frage, welche an müssen und welche nicht, ne? Machen wir erstmal mal die eine an. Okay, das war anscheinend nicht richtig. Dann machen wir mal die 2er an.
2, 1. 2, 2, 1. Immer die gleichen Tierköpfe. Ja. Sind die alle über Kreuz dahinter? Ich sehe sonst keine Unterschiede, bis auf die Schalen hier vor. Ich hasse diese Rätsel. Da sieht man auch nichts. Die mit der Steinumrandung von mir. Oh. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber das ist ja nur einer, der keine Steinumrandung... Nee. 2. Warte, welche machen wir denn jetzt als erstes an? Die mit Steinumrandung. Tatsache. Dankeschön, Fluren. Man denkt halt, das hat doch sicherlich irgendwas mit der Anzahl oder so zu tun. Und dann ist es einfach so was Simples wie die Steinumrandung. Ja, deswegen. Man denkt halt viel zu weit. Das hatte ich bei den anderen Rätseln auch schon. Bye. Ab sofort die Steinmännchen. Wieso das? Ich war mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob es das war, aber es war das. Er hat keine Quest, also ist ja unwichtig.
Nein, bin ich fast verzweifelt. Das kann ich nachvollziehen, ja. Apropos Steinmännchen. Muss ich das lesen? Lesen. Das ist echt entspannt. Dankschreiben. Welcher Geist oder Gott hier auch wirken möge, ich bin zutiefst dankbar. Jahr um Jahr litt ich unter Ausschlag und Pusteln und Pocken und Wunden, war erschorft, verschorft, hatte aufgerissene Hände und der Eiter floss mir aus den Augen, aber nun hat diese Quelle all dies geheilt. Wenn doch nur dieser Lahme, den ich in der Nähe habe kriechen sehen, oder auch dieser unfreundliche Blinde hierher fände, auch sie würden sicherlich ein Wunder erfahren. Also bei dem einen weiß ich, wer das war. Das war wahrscheinlich der, der so unfreundlich wirkte gerade. Stimmt etwas nicht? Ich bin blind, du Tölpel! Ich sprach dich aus purem Wohlwollen an. Mein Leben ist scheiße. Die Quelle von Clayhill werde ich nie finden. Warum suchst du diese Quelle? Weißt du denn gar nichts? Ihr Zauberwasser heilt die Menschen. Der ist schon unfreundlich, der Typ. Man muss sie nur finden. Aber ich werde es nie schaffen. Es sei denn, du führst mich hin. Natürlich. Geh lautstark voran und ich werde dir folgen. Führe mich zur Clayhill-Quelle. Dann kehrt mein Augenlicht zurück und ich sehe wieder Vögel und Bäume, Blumen und Wolken. Aber auch Krieg und Elend. Oh, danke, dass du auf meine Träume pissst. Tu mir bitte einen Gefallen und stopf dir was in dein freches Schandmaul. Da wären wir. Die Clayhill-Quelle. Ich glaube, einen anderen habe ich auch gerade gehört. Warum so assi? Dankbarkeit? Ich bin dir über Stock und Stein hinterher gestolpert. Bist du einmal langsamer gelaufen? Nein. Ich tat, was ich konnte. Dieser Vollidiot. Die World Events sind so cringe. Oh ja, das haben wir schon so oft gesagt. Was soll denn der ganze Lärm? Oh, es tut mir leid. Hier sitzt einer am Herrn. Mit ich einem so Bein und Ivor fragt, was soll denn der Lärm? Was willst du dort? Vor langer Zeit ließ die heilige Mildbuch auf wundersame Weise eine Quelle aus diesem Hügel entspringen. Ein Besuch dort heilt jedes Leiden. Und außerdem ist sie auch die Quelle dieses kleinen Wasserfalls hier. Was? Bringst du mich wirklich zur Clayhill-Quelle? Oh, danke, der ist schon Fremde. Netter. Welch ein freudiger Tag. Ich hoffe inständig, dass ich nicht zu schwer bin. Doch schon. Doch du scheinst robust gebaut zu sein. Auf zur Wunderquelle der heiligen Platsch ins Wasser gelegt. Wer ist dieser Mann? Was? Wer hat das gesagt? Ich bin hier, direkt vor dir. Soll das ein Witz sein?
Ich bin blind! Ah, ja, das tut mir leid. Das war mir nicht bewusst. Hier trifft man nichts als Dorftrottel. Warum sprichst du von da unten? Steh auf und begrüße mich, wie es sich gehört. Ach, ich habe schlimme Beine. Ich kann nicht stehen. Dann bist du nur ein Häufchen Elend auf dem Boden. Ich wüsste, wie ihr euch gegenseitig helfen könnt. Kannst du mal einen Moment die Fressluke halten? Alter, dieser Typ. Offenbar ist dieser pieselnde Bach völlig nutzlos. Ich bin blind wie ein toter Hund und niemand weist mir den Weg. Ich habe niemanden, der mich stützt. Oh, weh. Manchmal verliere ich fast den Glauben. Moment. Was? Ich brauche jemanden, der mich führt. Und du kannst sehen. Und ich brauche jemanden, der mich trägt. Zusammen können wir alles schaffen. Herzlichen Glückwunsch. Sei Dank. Oh, das verdanken wir dieser Normannen. Danke, Fremde. Die Nornier weben ein unergründliches Muster. Der Nette und das Biest, oder wie? Steinmännchen! Vater, warum schreien sich Männer an, wenn sie zu viel Met getrunken haben? Ah. Met ist schmackhaftes Gift, das uns Mut gibt, aber die Freundlichkeit stiehlt. Es ist aber auch nicht immer mir verkehrt zu schreien. Ja. Wolltest du noch nie deiner Zunge freien Lauf lassen und jemanden anschreien? Kugelfeuer und Wortspeere auf jene werfen, die dich verärgert haben? Vielleicht. Warum fragst du? Sigurd hat mir von Loki und seiner Wut auf die Götter erzählt. Warum war er so wütend? Weil er eitel war. Als die Götter Ægirs Diener mit schönem Lob überhäuften, konnte Loki sich nicht zurückhalten. Sein Stolz wog mehr als sein Herz. Er lebte für die Hinterlist und die Jagd nach Ruhm. Deshalb war er neidisch. Loki macht eher Freunde zu Feinden, als ein gutes Wort über jemand anderes als sich selbst zu hören. Sei nie wie Loki. Das sieht instabil aus. Ich finde, das sieht voll stabil aus. Du bist doch nur neidisch. Weil ich das hingekriegt habe und du nicht. Danke, Boss. Wo ist mein Pferd? Ich hab's verloren. Kann ich eigentlich mitnehmen für den Jäger? Oh Gott. Oh Gott. Hier waren das nicht drei? Made me sad. Hideyuchi Weapons schon. Was genau ist das? Ich weiß es nicht.
Also den ISO-Bogen habe ich nicht. Falls das eine davon ist oder die ist, die du meinst. Mir sagte ja mal, ich soll mir die holen, aber wollte ich nicht. Da war ein Hammer mit Blitzen. Keine Ahnung, ob ich... Also, wie holt man sich die denn? Sind das einfach irgendwelche Rüstungstruhen? Davon habe ich mit Sicherheit noch nicht alle. Schon wieder ein verfluchter Ort. Wieso ist der von selber kaputt gegangen? Bei Odin. Endlich ist der Fluch gebrochen. Nee, dann habe ich sie wahrscheinlich nicht gekriegt. So, um irgendwelche extra Sachen, die nicht zu Quest oder so gehörten, davon. Dann wusste ich wahrscheinlich nicht mal, dass es die gibt. Am Eingang des Tempels. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. Obwohl, das war in Norwegen, ne? Das weiß ich noch. Da habe ich noch den Rieseneisbären vorher erlegt. Da merke ich nur zwei. Boah, ich glaube, ich hätte Bock, mir die zu holen. Das klingt nice. Das klingt nach einer Mission, die ich wieder verfolgen könnte. Aber wie findet man die denn? Wie hast du die zum Beispiel gefunden, Knight? Durch Zufall? Upsi. Ich hab die auch noch. Ach so, du hast die gar nicht. Du weißt nur, dass die da sind. Okay. Ich glaube, ich hätte Bock, mir die zu holen. Aber wie gesagt, wie findet man die denn? Hallo? Pferd? Wenn du dahin reist, kann ich dich führen, glaub ich. Du meinst nach Norwegen? Können wir gleich mal hin. Aber ich möchte noch eben die paar Sachen hier holen. Merkt ihr das? Wir überziehen heute eh wieder. Ich dachte, wir machen heute nur so bis 11, weil ich schon müde bin. Ich habe aber ja diese Woche noch keine Uni, ne?
Assassin's Creed ist halt einfach entspannt. Ich reite halt einfach durch die Gegend und hole mir die Sachen, die mir noch fehlen. Ich hätte gleich Assassin's Creed spielen sollen. Oh! Look at this! Warte, jetzt müssen wir eben kurz gucken, ob das einen bestimmten Sound macht. Nein. Gut. Hat sich die Frage schon mal erledigt? Deswegen verstehe ich die ganzen Anomalie-Sachen auch nicht, weil das wahrscheinlich mit einer Story von früher auch zu tun hat, oder? Ah, da sind sie ja. Meine Anomalien. Mal sehen, wie sie sich gemacht haben. Ich mag Basim nicht. Ja, ich habe mir teilweise tatsächlich auch selber zu viel Stress gemacht. Ich bin teilweise ein bisschen zu schnell durch die Story durchgehasselt. Jetzt habe ich es verstanden. Ich bin schon ein bisschen müde, okay? Das ist bei dir schon lange keine Ausrede mehr. Doch, doch, sehe ich. Das sehe ich schon so. Was meinst du mit Landeroberung? Die ganzen Bündnisse meinst du wahrscheinlich. Ne?
Ja, teilweise hatte ich da auch Motivationsprobleme, aber nicht so viel. Wie gesagt, dann habe ich halt teilweise manchmal sehr durchgehasselt, weil ich gerne damit durchkommen wollte. Was ich total gerne gemacht habe, ist den Orden ausgelöscht. Das war... Da war ich voll in meinem Element. Oh, wieso müssen die Wege hier immer überall so lang sein? Töten, genau Dreamys Ding. Nee, die Mission finde ich auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Hat wohl Tradition, das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich habe auch noch nicht so viele, so viel Erfahrung mit Assassin's Creed. Um sagen zu können, ob das Tradition hat. Och Mann, das passt alles nicht! Ich dreh durch. Interessant, dass schon das da ist. Wie geht's dir? Hoffe ebenfalls, ja, ich bin so langsam nur ziemlich müde, aber mir wurde gerade gesagt, dass ich das nicht mehr als Ausrede benutzen darf, also. Nochmal mal. Oh Gott. Die gehen mir auch einfach zu lang. So ein bisschen davon wäre halt voll okay für mich. Wait, das ist... Wait. Wait, wait. Wir haben es gleich, Leute. Oh, der Pal, ich finde diese Jump'n'Runs auch einfach nur anstrengend. Perfekt. Ja, dieses Hin- und Hergelaufe, ja, vom Rätselfaktor her ist es, man kann die halt gut lösen, ne? Ist halt nur zeitaufwendig und nervig. Also spoilern kannst du dich hier auch nicht mehr, Santos. Ich habe das Spiel storymäßig durch. Wait, what? Die Spielwelten sind wirklich sehr toll.
Oh, we did it. Oh no. Oh ja, Ghost of Tsushima wollte ich auch irgendwann noch spielen. Habe ich noch nicht, aber irgendwann will ich das auch gerne mal spielen. Oh nein! No! No! Oh! Und hier das Fragment einer uralten Erinnerung. Mit denen kann ich halt nichts anfangen. Tut bestimmt auch weh, man klatscht nicht, man fällt ein bisschen und dann bricht das irgendwann ab. Ich hab Ghost of Tsushima noch nicht. Ach so, du meinst jetzt Santos. Ich glaube nicht, dass Valhalla so schnell reduziert wird, ehrlich. Obwohl, die sind gerade im Sale, ne? Auch auf der PlayStation. Welches Spiel ich zuerst beginnen soll, das verstehe ich. Also, ich mag Valhalla und das, was ich bisher von Ghost of Tsushima gesehen habe, ist auch sehr vielversprechend. Also kann ich dich da sehr gut verstehen. Für die Ultimate 55 Euro, ja, das ist fein. Besonders wenn man überlegt, wie viele Spielstunden du mit dem Game auch hast. Ne? Das ist ja für mich auch immer ein Faktor. Das zum Beispiel war's, das wollte ich euch auch noch sagen. Wir spielen Freitag Little Nightmares 2, keine Angst, habe ich ja gesagt, habe ich auch Bock drauf. Aber was ich wirklich sagen muss, dass ich finde das Spiel schon unverschämt teuer. Also ich habe euch erzählt, das Spiel dauert 4 bis 5 Stunden. Ist ja fein, war bei dem Vorgänger auch voll fein, was sogar 7 Stunden ging und 20 Euro gekostet hat. So, jetzt ist aber die Tatsache, dass der Nachfolger 30 Euro kostet und fast nur noch die Hälfte an Spielzeit hat, finde ich schon dezent unverschämt. Deswegen habe ich auch ein bisschen länger gezögert, mir das Game zu kaufen. Finde ich schon nicht sehr fair von den Entwicklern, um ehrlich zu sein.